Dichterliebe ist da neben der schönen Müllerin von Franz Schubert wahrscheinlich der zentrale Tenorzyklus. Ich lieb alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die Eine. Ich habe das jetzt etliche Male im Konzert gesungen mit verschiedenen Partnern und habe mir meine eigene Meinung zu dieser Musik gebildet. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen. Und sah die Nacht in deines Herzens Raum. Im Zentrum der CD steht Robert Schumanns Dichterliebe. Und eingebettet ist diese Dichterliebe in weitere Lieder und Klavierwerke von Robert Schumann und auch Clara Schumann. Es gibt die Idee einer Geschichte, in dessen Brennpunkt die Dichterliebe steht, die um sich herum eine Aura hat. Erik, es hat mich sehr gefreut, dass er meines Wissens zum ersten Mal auf dieser Aufnahme ein historisches Instrument spielt. Das ist ein Blüthner Flügel von 1856. Es war so, dass die ersten Töne dieses Instrumentes mich ganz anders inspiriert haben, als das die Töne eines gängigen modernen Konzertflügels tun. Da das Programm dieser CD in gewisser Weise auch Clara Schumann gewidmet ist, war es mir wichtig, neben dem vielleicht weiblichen Klang eines historischen Instrumentes auch eine tatsächlich weibliche Stimme zum Hören zu bringen. Als ich mit Sandrine Piot zum ersten Mal sang, vor einigen Jahren eine Rameau-Oper, fiel mir die Klarheit der Stimme sofort auf und die Versiertheit im stilistischen Umgang mit Musik. Dann sang ich mit ihr zum ersten Mal Deutsch und habe gefunden, dass ich eigentlich noch nie eine Sängerin gehört habe, die so gut Deutsch singt. Das ist faszinierend. Ja, die Reise geht weiter. Ja. Und genauso beginnt die Reise nicht erst mit dem wunderschönen Monat Mai, sondern hat schon vorher angefangen. Und das, genau, ist mir wichtig. Wirkt mein trockenes Auge.